Also der Plan für heute ist ganz doll, die Questlines der NPCs zu machen. Das bedeutet auf jeden Fall allen voran dem Tiolier oder Tiolier, keine Ahnung wie der heißt, und wer auch immer bei Sankt Trina steht. Das weiß ich nicht, aber das heißt, nachdem ich bei Sio war da hinten, gehe ich direkt mal zu Sankt Trina, oder? Und das ist Tio. Ich kaufe was bei Mur und gebe es Tiolier. Ah, gib das Tiolier. Schwarzer Sirup, alles klar, mache ich. Nach schwarzem Sirup fragen. Ich bin des Lebens überdrüssig. Siolias Arznei. Okay, ab ins Drachengebiet, okay. Kurz zum Priester. Und dann echt Bale, Alter. Ich habe so keinen Bock auf Bale, Mann. Drachenessenz verschlingen, klar. Bis nachts warten und nochmal mit ihr reden. Machen wir, machen wir, machen wir. Ah, da ist er. Ah, hier benutzt man die Arznei von Tiolia. Okay. Wow, jetzt wa wieder warten, bis die aufwacht an der Gnade. Was für ein Niedertracht, welche elend abscheuliche Kreatur. Bin geächtet. Geht, lass mich alleine. Geht, lass mich alleine, mein Fürst hat seine Gunst von mir abgewendet. Nun Egon und Bale. Egon? Soll ich Egon anquatschen erst? Oder wie? Oh, einfach langlaufen. Du meinst bestimmt den Doppel. Ah, du meinst bestimmt den Doppeldrachen killen, ne? Mach ich mal. So, Egon. Und den soll ich dann auch beschwören, ja, bei Bale. Egons Krummfinger. Junge, Bale, jetzt macht er sein Kamehameha, oder? Ah, ne, doch nicht. Boah, Pferdchen wäre hier richtig gut, ey. So ein Riesenvieh. Aber, Alter, what the fuck? Der Zauber ist so crazy stark, ne? Einfach quasi. First try. Okay, Egon. Moin, moin. Egon ist tot. Dann gibt's jetzt nur seinen Bogen. Und jetzt zurück zur Drachenlady. So, Hallöchen. Drachenblitz von Flori Sachs, der ist neu. Gestehen, sie in Schlaf versetzt zu haben. Andererseits schreit mein Herz nach einem neuen, nach euch. Ah, ich werde der neue Drache. Sie mitnehmen, klar. Ich bin der neue Drache. Uralter Drache Flori Sachs. Das ist die Leder. Ist doch die Ledertante, ne? Ja, Leder. Ich höre was. Irgendwo ist eine große Rune zerstört. Ein mächtiger Zauber. Ab zur Leder. Nadelritter Leder. Ah ja, jetzt sagt sie was anderes. Oh. Das hatte ich beim letzten Durchlauf nicht. Da habe ich Hornherold vorgeschlagen. Jetzt entscheide ich mal. Ah ja. Jetzt progressst du im Bergfried bis zum Probelager. Alles klar. Ah, hier. Schon gut. Dem Hornherold unterstützen. Nadelritterin Leder unterstützen. Ist aber rot. Rot ist eigentlich böse. Dem Ruf folgen, um Nadelritter Leder zu unterstützen. Alles klar. Wieso springt die ganze Zeit? Apologies. Ist das hier Disrespect? Mother. Kindly Mikula never betrays a vow. Go. Your family awaits you. Oh! Falx! Die habe ich aber schon. Also ich weiß nicht wieso. Ich habe das hier nie gemacht, aber Falx habe ich schon. Irgendwo anders her. Okay, mit Leder sprechen. Hallo, Leder. Gut gekämpft, danke. Zerfleischende Verflechtung. Okay, perfekt. Sehr gut. Erledigt. Okay, ist jetzt gerade unabhängig von der Lederquestline, die wir gerade gemacht haben, aber kannst ja zu Trina gehen. Ja, du darfst nicht vergessen, ne? Mein Hauptziel ist ja eigentlich Tiulia. Aber jetzt ab zu Sankt Trina. Ab in den Riss. Und der Theo müsste doch jetzt hier stehen, ne? Rede ich mit Sankt. Der ist nicht da. Rede ich mit Sankt Trina? Ah, ich muss erstmal zu ihm hin, wahrscheinlich, ne? Hallöchen. Ihm sagen, wo Sankt Trina ist. Okay, der geht jetzt dahin. Digga, dem geht's gar nicht gut. Und noch einmal. Weil es so schön war, nochmal. Ah, guck mal, jetzt hier. Jetzt geht's weiter. Ich glaube, jetzt quatscht die mit mir. Da ist es. Sankt Trinas Worte weitergeben. Na klar. Aha. Haha. Komm ran, Minjutster. Kannst du was? Da bin ich gespannt. So. Sankt Trinas Lächeln? Schlaf in der Nähe erhöht die Angriffskraft. Wie cool. Jetzt geht's erst weiter, wenn ich Radahn gekillt habe. Jetzt geht's mit dem Tio erst weiter, wenn ich Radahn gekillt habe. Ich habe nicht zugehört, was Leda gesagt hat. Naja. Okay, Trockenblatt-Dalen bei Ruinen von Mord. Hier soll ich jetzt irgendeinen Emote machen. Möge der Beste gewinnen. Aha. Bin gespannt, was der gibt, weil ich hatte den nur bekämpft mit Leda. Da einfach das Gleiche wieder gibt.
Okay, besiegt. Gegner zu Fall gebracht. Okay. Trockenblattkunst. Dane's Hut. Komplette E-Mail-Questline abgeschlossen. Und jetzt die... beim letzten Mal hatte ich ja die Finsternis ihres gegeben. Und jetzt gebe ich ihr die Gnaden ihres, genau. Und dann sollte ich ihre Asche bekommen. Da. Yolan Schwerthand der Nacht. Und die kann man jetzt verbessern. Also mich deucht, ich muss von hier aus runterdroppen. So. Und da ist der Balkon. So. Und da ist die Puppe. Puppe untersuchen. Anna in die Geisterasche von Yolan Schwerthand der Nacht einbinden. Klar. Yolan und Anna. So, Leder. Okay, jetzt soll ich irgend so einen Feuerkrieger killen. Nordwestlich von der Gnade von Leder. Nordwestlich, da. Wer bist du denn? Quäligen? Dich kennen wir doch. Nee, geheilt wird hier nicht, mein Bester. Heilung ist gegen die Regeln. Kreuzzug-Insignie. Ja, aber die habe ich. Also den habe ich anscheinend schon mal gekillt. Den habe ich. Bei dem großen Baum ist der mit den kleinen Gräbern. Da ist der Baum. Baum gefunden. War das gleiche Spiel wie eben, oder? Hat dir auch so gut gefallen. Schau mit dir. Feuerretter. Kriegsasche Flammenspieß. Schlüssel zum Gebetsraum. Hallöchen. Ich glaube, ich mache mir die Haare so, wie er hat. Blond, Topfschnitt. Iris der Gnade. Abfahrt. Feuerritter Quilling. Let's go. Jetzt gehe ich den Bergfried hoch bis zu Freya. Da ist Freya. Die ist bei mir irgendwann einfach draufgegangen und ich weiß bis heute nicht, was es mit ihr auf sich hat. Ich habe das Gefühl, sie hat eine krasse Questline, aber keine Ahnung was. Die ist da die ganze Zeit am Lesen und das 5 Staffeln lang. Jetzt geht es wieder ins Erdgeschoss, na klar. Aber ich habe Ansbach noch nicht gesehen, ne? Keine Ahnung, wo der Typ ist. Da schaust ich um in einem Raum, eine kleine Treppe runter ist Ansbach. Ah, okay, dann war ich wo. Hallöchen. Was mache ich jetzt? Gebe ich ihm die Schriftrolle oder erzähle ich ihm von Freya? Er ist Freya. Das war's. Okay, jetzt zu Freya. Rotmähne Freya. Brief für Freya. Freya, ich habe einen Brief für dich. Kannst du mal einen Brief lesen? Check ich das eigentlich richtig, dass Mikella Radahn, den wir aus Base Game kennen und getötet haben, wiederbelebt hat? Mit Hilfe von der Höhle von Mock? Goldener Löwenschild. Brüllender Schlag? Jetzt nochmal zu Ansbach. Zum Ansi. Hallo. Freyas Nachricht überbringen. Okay, ich helfe Ansbach. Nahleritter Leder unterstützen. Sir Ansbach unterstützen, ja? Du musst jetzt Ansbach helfen, Leder zu können. Also ich unterstütze Sir Ansbach. Der hat einen coolen Bogen. So ein Fünferschuss. Kann ich den nicht einfach runterstoßen? Das wäre witzig. Hui! Ach komm, geh fliegen. Alter, diese Waffe, die hat mal einfach 2k Schaden. Die will ich haben. Guck mal, wie heftig die ist. Ach, das ist so ein Bogen. Geiler Bogen, den brauche ich. Ansbach Langbogen. Und Leders Rune. Okay, das heißt jetzt tatsächlich zu Messmeier. Okay, das heißt nur noch Messmeier-Dingsbums und dann Radahn killen und dann geht quasi die Questline erst weiter. Hier gibt es die Sachen von Freya jetzt nach dem Kampf gegen Leder. Aber das gibt's ja auch, also das gibt's auch rein grundsätzlich immer, ne? Und hier gibt's nochmal die Dane-Sachen, die gibt's ja auch sowieso immer. Kommt man jetzt eigentlich direkt zu... Ach, guck mal, hier ist Leder nochmal. Leders Rüstung, ja, das ist alles normal. Das ist auch so, wenn du gar nichts machst. So, jetzt nochmal schön mit Ansbach reden, was hast du zu erzählen? Nach Theolir fragen, nach Mocks Tod fragen. Wahrscheinlich beides einfach, oder? Der Sieg gehört uns, okay. Kann man den jetzt bei Radahn nochmal rufen, oder wie? Ist einfach lower, okay. Also zur Ult kommen wir jetzt auf jeden Fall. Sag ich ja. Jetzt vom Absprungort so weit weg wie möglich. Renn, 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 renn. Digga, geschafft. Skoppel nicht. Aber es war ganz knapp, sage ich dir. Blade of Mikella. Bin zu spät gerannt. Das war wirklich bei mir aber auch so ein Stückchen, ne? So. Echo bekommen. Ah, da, guck mal. Da liegt was. Hier liegt was. Wer bist du? Das ist Theolir. Theolirs versteckte Nadel.
Maske, Gewand, Handschuhe, Hose. Und wieso freut mich das so, Leute? Dieses Gewand, wenn ich es finde, hat den Effekt wie der Silberskarabäus, dass du mehr Finderbonus hast. Das silberne Haar ist dem von Sankt Trina nachempfunden und erhöht die Arkanenergie. Okay, du kriegst auf jeden Fall mal einen Arkan. Aber das soll doch auch den Finderbonus erhöhen. Ja, da oben links sieht man's. Ich habe mit der Rüstung den Finderbonus. Wenn ich das wegmache, ist der Finderbonus weg. Sehr cool. Und ich finde, die Rüstung sieht an sich auch sehr cool aus. Sieht an sich auch sehr cool aus. Und dann haben wir hier noch, wer ist das? Ansbach. Maske der Weisen, die Kleidung. Oh, und den Dingsbums. Obsidian Lamina. Dynastiesichel. Alter, einfach diese Sichel zu haben, ist schon cool. Und das waren dann jetzt, das waren dann jetzt auch alle Questlines, right? Was ist jetzt bei Sankt Trina vielleicht noch? Trina ist weg. Sankt Trinas Blüte, ja, die habe ich ja schon. Mag ich sehr. Ja, Sankt Trinas Blüte habe ich schon, aber ist auf jeden Fall cool, ja. Einfach so eine Blume im Haar.